Liebe Freunde, ich begrüße euch hier auf dem Wittenberger Marktplatz zur Reformation 2.0. Herzlich willkommen. Ich sehe sehr viele rote Sachen, finde ich prima. Das ist die rote Linie und das wird die Schlinge sein um die Ampel, die den Handlungsspielraum in nächster Zukunft abwürgen wird, liebe Freunde. Wir müssen noch stärker werden. Nur noch eine kurze Info vorher. Wer die Zwangsgebühren für das Fernsehen, für das Propagandafernsehen nicht mehr zahlen möchte, ich weiß, hier gehen Prospekte rum vom Leuchtturm ARD. Einfach mal mitnehmen, mal reingucken. Da steht drin, wie man sich das alles abbestellen kann. Liebe Freunde, wir leben im besten und sozialsten Deutschland aller Zeiten. Kein erst kurz hier Wohnender könnte das wohl abstreiten. Aber ich habe was ganz Aktuelles. Pflegeheimbewohner, also Menschen, die jahrzehntelang in unser Sozialsystem eingezahlt haben und Deutschland mit aufgebaut haben, sollen ab September 800 Euro mehr für ihren Pflegeplatz bezahlen. Entsprechende Schreiben von letzter Woche liegen mir vor, das stimmt. 800 Euro mehr auf die jetzt schon von vielen nicht mehr bezahlbaren Pflegeheimkosten. Wer damit nicht einverstanden ist, kann ein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen und auf der Straße schlafen. Danke dafür, Herr Lauterbach. Im Gegenzug, liebe Freunde, und jetzt haltet euch fest, haben die Behörden seit 2010 rund 117 Milliarden Euro an ausländische Hartz-IV-Bezieher überwiesen. Mittlerweile sind 40% der Harzer Ausländer. Diese 40% bekommen jährlich 13,2 Milliarden Euro ausgezahlt, Tendenz steigend. Eine Quelle dazu ist die Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD. Keiner von den 40% hat in das deutsche Sozialsystem einen Euro einbezahlt. Warum sollten sie auch, wenn man Geld, unser Geld, hier großzügig geschenkt bekommt? So sozial ist dieses Drogenkartell in Berlin zum eigenen Volk, während ausländische Sozialschmarotzer der Hintern gepudert wird, im besten Deutschland aller Zeiten, liebe Freunde. Dieses Regierungskartell hat ohne jegliche gesundheitliche Notwendigkeit den dritten Corona-Winter ab 1. Oktober wieder mit weitreichenden Grundrechtseinschränkungen beschlossen. Meine Theorie: Aus Angst vor Demos und Tumulten hinsichtlich des Versagens der Energiepolitik ist dann auch ein Verbot aus fadenscheinigen Corona-Gründen bei Menschenansammlungen wieder möglich. Aber wir machen da nicht mit. Genau. Selbst in Frankreich wurden am 1. August alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ich kann es nicht fassen, liebe Freunde. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem korrupte Deppen unser Leben und unsere Heimat vernichten. Die Leitmedien, die wundern sich, dass gerade die Ungeimpften die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg und zur Energiepolitik kritisieren. Wie kommt das?
Weil wir mehr Informationen haben als die gesamte Regierung zusammen, haben wir gerade gehört. Weil wir ein Gehirn haben. Ich habe in den letzten Tagen viel mit Menschen beim Einkaufen, in der Kneipe, auf der Straße gesprochen. Es ist jetzt ganz einfach, mit vielen ins Gespräch zu kommen, liebe Freunde. Die Politik, die greift jetzt massiv in den Wohlstand unserer Bürger ein, in unseren Wohlstand. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft und die letzten Schlafschafe, die werden wacher und wacher. Die kriegen nämlich Angst davor, dass sie im Winter einen kalten Arsch haben. Mit jedem, mit dem ich über unsere selbsternannten Führer gesprochen habe, querbeet durch die Reihe, lässt momentan kein gutes Wort an diese Regierung. Armleuchter ist noch eines der nettesten Worte, die ich gehört habe. Leider ist dann auch die vorherrschende Meinung immer noch da, da können wir ja doch nichts machen. Da sage ich doch, Montag, 18 Uhr, Marktplatz Wittenberg. Wir werden doch höchstens von 1000 bis 3000 bösartige Menschen gequält. Mehr sind es doch eigentlich gar nicht. 1000 bis 3000. Und gegen diese geringe Anzahl an asozialen Pack können 85 Millionen Menschen nichts machen. Ich bitte euch, redet mit den Leuten so. Was mich auch brennend interessieren würde, ist zu wissen, was unser OB in Wittenberg und der Stadtrat tun werden, um diese handgemachte Energiekrise von den besorgten Bürgern abzuwenden. Oder befürworten die sogar dieses Drogenkartell in Berlin? Um Rede und Antwort wird hier an dieser Stelle gebeten. Wer jemanden kennt, kann das gerne mal weitertragen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Allianz der Bürger einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat vorbereitet haben, der hier nächste Woche vorgestellt wird. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit eurer Unterschrift dem zustimmen und unterstützen. Liebe Freunde, Deutschland hat den Notstand ausgerufen. Willy Brandt, ist das noch ein Begriff? Ja. Das war noch ein Staatsmann, ne? Ja. Der hat gesagt, wer einmal den Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Der hat noch Profil gehabt. Und deswegen gibt es nur eins, diese Sache zu beenden. Der Lars hat das schon gesagt, ich würde da noch ein bisschen tiefgreifender gehen. Ich fordere die sofortige Absetzung der jetzigen Regierung und die Bildung einer Übergangsregierung mit folgenden Zielen. Souveränität und Unabhängigkeit von den USA. Den Friedensvertrag und eine Verfassung für Deutschland. Frieden und Freundschaft mit Russland. Den Austritt aus allen kriminellen Vereinen wie WEF, WHO, NATO, UN, EU etc. etc. Das sofortige Ende der Corona-Diktatur und der Impfnötigung und die Bestrafung aller Verantwortlichen. Die Überprüfung der gesamten Virologie als Wissenschaft und zum Wahrheitsgehalt. Den Abbau der 5G-Infrastruktur, die geschaffen wurde, um einen Kontrollstaat nach chinesischem Vorbild zu etablieren. Die Abschaffung der Parteienstruktur und Neubildung des Parlaments mit gewählten Volksvertretern. Und die Schaffung einer echten Demokratie mit Beteiligung des Volkes, zum Beispiel durch Volksentscheide.
Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. So, liebe Freunde, damit ist unsere Veranstaltung beendet. Haben wir eine Trommel hier? Kommst du bitte nach vorn? Ja, wir wollen doch unseren Wikinger-Kampf-Abschiedsruf noch machen. Wir nehmen den linken Arm nach links, den rechten Arm nach rechts. Und wenn wir oben zusammenklatschen auf Trommelkommando, machen wir ein lautes Huf. Das soll man bis nach Berlin hören. Dass Sie wissen, die Schlinge zieht sich jetzt zu, nach und nach. Kommt gut nach Hause, was schön, was ihr da wart.